mich sehr, nach 3 Jahren wieder mal bei euch zu sein. Radujem se nakon 3 godine da sam opet sa vama. Und ich bin immer sehr gerne bei euch. I veoma sam rado ovde kod vas. Freundliche Gesichter. Radosna lica. Schöner, kräftiger Gesang. Lepo, jako pevanje. In österreichischen Gemeinden, da wird sehr, sehr zaghaft gesungen. U austrijskim crkvama se često suzdržano peva. Aber wenn ich bei euch bin, werde ich richtig mitgerissen und dann singe ich auch gleich kräftiger und stärker. Ali kad sam ovde kod vas, veoma rado, povučen sam i veoma rado i ja glasno pevam. Und ich freue mich, obwohl wir unterschiedliche Sprachen sprechen, wir trotzdem einen gemeinsamen Glauben haben. I radujem se iako govorimo različite jezike, da imamo istu veru. Ich bin jetzt seit 9 Jahren in Wien. Ja sam ovde već 9 godina u Beču. Und bin für den Bibelfernkurs zuständig. I zadužen sam za dopisnu biblijsku školu. Dafür brennt mein Herz. Za tu stvar gori moje srce. Und ich sage immer wieder, am Ende des Monats habe ich fast ein schlechtes Gewissen, Geld dafür zu bekommen für etwas, was ich so gerne mache. I na kraju meseca grize me savest, jer dobijem novac za ono što tako rado činim, radim. Ja, wir haben eine Menge Fernkursteilnehmer und ich möchte euch eine Erfahrung erzählen. Imamo jako mnogo učesnika dopisne biblijske škole i ja bih rado ispričao jedno iskustvo. Seine junge Frau, alleinerziehende Mutter, die bis vor kurzem in Wien gelebt hat. Jedna samohranića majka koja je do skora živela ovde u Beču. Und sie ist über einen Bekannten auf uns aufmerksam geworden. I jedan njen prijatelj je skrenuo pažnju na nas. Und hat begonnen, die Fernkurse zu machen. I krenula je biblijsko proučavanje sa dopisom biblijskom školom. Und manchmal gebe ich den Teilnehmern, den Fernkursteilnehmern eine extra Aufgabe. I često ljudima koji proučavaju preko dopisne biblijske škole ja dajem neki put dodatni zadatak. Wenn es gerade passt. Kada to ponekad odgovara. Und die Aufgabe für Kerstin war folgende. I zaduženje za Kerstin je bila sledeća. Johannes Kapitel 3, Vers 16 habe ich ihr 2 Worte unterstrichen. U Jovanovom evanđelju 3. poglavlje 16. stih podvukao sam joj 2 reči. Das mache ich immer wieder mit verschiedenen Bibelversen. To uvek iznova činim sa različitim stihovima iz Biblije. Und da unterstreiche ich dann die Pronomen. I tada podvlačim zamenice. Ja. Oder auch den Namen einer Person. Ili ime neke osobe. Und dann fordere ich die Leute auf, sie sollen ihren eigenen Namen einsetzen. I onda tražim od ljudi da na to mesto stave njihovo sobstveno ime. Und das dann aufmerksam lesen und sehen, was das im Herzen bewirkt. I onda da se pažljivo čita i da se vidi šta to izaziva u srcu. Bei Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Tamo stoji, tako Gospodu omilje svet. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Also nochmal, so sehr hat Gott, jetzt bin ich schon selber durcheinander gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, ist dann das nächste Wort, ja. Ja, Gospod tako omilje svet, da je sve, to isto podvuko, jer dade sina svojega jednorodnoga, da niko ne pogine, niko. Und jetzt habe ich dann vor einiger Zeit von ihr eine Rückmeldung bekommen. I sada sam pre izvesnog vremena dobio odgovor od nje. Zu dieser Übung. Za ovu vežbu. Auch wenn ich mich immer über einen Brief von Ihnen freue, iako se uvek radujem nekom pismu od onih koji proučavaju. Diesmal hat mich eine bestimmte Aufgabe von Ihnen sehr berührt. Ovaj put me je
Ovaj zadatak koji sam dobila jako me je dotakao. Sie hat mich so sehr berührt, dass mir Tränen in den Augen standen. Tako me je dotaklo da su mi suze bile u očima. Ich habe also meinen Namen gedanklich an die Stellen gesetzt, wo sie die Wörter unterstrichen hatten. Stavila sam svoje ime baš na ona mesta kod onih reči koje ste vi podvukli. Und noch während ich die Sätze durchgelesen habe, dokle sam još čitala, standen mir Tränen in den Augen. Suze su mi već bile u očima. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich Ihnen kurz den Hintergrund für meine Emotionalität schildere. Nadam se da mi ne zamerete što ću ukratko da vam kažem pozadinu zbog čega sam ovako emotivna. Als Kind habe ich weder von meinen Eltern noch von meinen Lehrern noch von sonst jemand Bestärkung erhalten. Kad sam bila mlađa, niti sam od svojih roditelja, niti od nastavnika, profesora, niti od bilo koga doživjela neko ohrabrenje. Das war für mich vor allem als Jugendliche sehr schwierig, weil ich diverse negative Aussagen sehr persönlich genommen habe. Za mene kao mladinca je to bilo jako teško, zato što sam sve izjave o meni uzimala jako lično. Und jetzt ist hier ein Außenstehender, der mir erklärt, dass da Gott ist, der mich liebt. I sada je to neko ko stoji po strani i meni objašnjava da me Bog voli, da me ljubi. Und der mich annimmt, so wie ich bin. I koji me prihvata onakvom kakva jesam. Und der nichts, nicht viel dafür verlangt. I zato ne traži mnogo. Das hat mich wirklich sehr berührt. I to me je jako dotaklo. Und ich denke, ich muss diese Übung öfter machen, um es zu realisieren. I mislim da ću ovu vežbu češće da radim da bi to shvatila. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich selber sehr berührt davon. Kada sam to po prvi put pročitala, ja sam bila i on je bio jako emotivno zaknut. Weil mir bewusst geworden ist, wie kräftig und lebendig die Worte Gottes sein können im Leben eines Menschen. Jer mi je postavilo jasno koliko mogu u životu jednog čovjeka da snažno deluju reči Božije. Und das können wir auch erleben, indem wir die Bibel eben mit genau diesem offenen Herzen lesen. I to možemo i mi da doživimo ako Bibliju čitamo sa svojim otvorenim srcem. Ich bin nun mit Kerstin schon länger in Kontakt und wir machen über Zoom Bibelstunden. Ja sam sa Kerstin, sa ovom ženom, i dalje u kontaktu i mi radimo biblijske časove. Und ihr Sohn ist an Religionsunterricht interessiert, 11 Jahre alt. A i njen sin koji ima 11 godina je zainteresovan za religijske teme, religijsko predavanje. Und es ist schön, Kindern Geschichten zu erzählen, die sie noch nicht kennen. I lepo je, dobro je deci da se daju priče koje još ne poznaju. Den eigenen Kindern Bibelgeschichten zu erzählen, ist ja nur am Anfang interessant. A sopstvenoj deci da se pričaju biblijske izveštaje, biblijske priče, na početku je interesantno. Irgendwann einmal sagen die Kinder, aber Papa, beim letzten Mal hast du es genau so erzählt, und dann korrigieren sie dich. Jel onda deca kažu, ali tata, ti si zadnji put tako i tako pričao, i onda te ispravljaju. Also mit diesem jungen Burschen ist es wirklich sehr schön, den Religionsunterricht zu machen. Dakle, s ovim dečkićem je jako interesantno da se prolaze religijske teme. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre beim Bibelfernkurs daran gearbeitet, unsere Website völlig auf neue Beine zu stellen. Mi, što se tiče biblijskog rada i dopisne biblijske škole, pokušavamo da našu web stranicu dovedemo na jedan sasvim novi nivo, sasvim novo da je napravimo. Und da geht's nicht nur um einen kleinen neuen Anstrich. I to ne tiče se samo jedna mala korektura i ulepšavanje. Sondern wir haben sehr grundlegend Strukturen verändert.
već smo u osnovi strukture menjali. Und wir haben jetzt dann endlich die Möglichkeit auch Online-Kurse auf unserer eigenen Plattform anzubieten. I sada najzad imamo mogućnost da dopisnu biblijsku školu na jedan način prezentujemo preko web stranice. In 2 oder 3 Wochen werden wir das dann auch bewerben und dann werdet ihr auch die Möglichkeit haben, euch die neue Website anzusehen. Mi ćemo za jedno 2-3 sedmice da obznanimo i tada ćete moći da vidite novu stranicu dopisne biblijske škole. Und hoffentlich auch vielleicht Freunde zu finden, die Interesse genau daran auch finden. I možda naći prijatelje koje možemo da pokažemo i koji su zainteresovani. Mit Kerstin habe ich vor einigen Monaten auch über das Thema Angst gesprochen. Sa Kerstin sam pre izvesnog vremena razgovarao o temi koja Und da sind wir auf die unterschiedlichsten Ursachen gekommen, warum Menschen Angst haben. I veoma često su najrazličitije razlozi zbog čega dolazi strah. Krieg, rat, Vertreibung, progonstvo, Naturkatastrofen, prirodne katastrofe, Seuchen, zaraze, Krankheit, bolesti, Verlust des Arbeitsplatzes, gubitak radnog mesta, Misshandlung. Zlostavljanje. Zerbruch von Beziehungen. Odnosi koji se lome. Armut. Siromaštvo. Impfung. Vakcinacija. Represalien. Represalije. Alle möglichen Sachen. Sve moguće stvari. Weshalb Menschen Angst haben. Kojih ljudi imaju strah. Und als Christen sind wir davon nicht ausgenommen. I kao hrišćani mi od toga nismo izuzeti. Und die Frage ist für uns besonders als Christen, wie gehen wir mit dieser Angst um? I za nas pitanje kako mi kao hrišćani kako mi pristupamo takvom strahu. Und wir wollen anhand einer Geschichte im Alten Testament diesbezüglich Antworten finden. I mi želimo na osnovu starog zaveta da nađemo odgovor na to. Schlagt mit mir bitte auf 2. Chronik Kapitel 20. Otvorimo druga dnevnika 20. poglavlje. Druga dnevnika 20. poglavlje. Und wir werden die Geschichte vom ersten Vers weg lesen und auch besprechen. I mi ćemo ovaj izveštaj da čitamo od prvog stiha i razmišljat ćemo, govorit ćemo o njemu. Soll ich lesen? Vers von 1 bis? Nur mal den Vers 1. Druga dnevnika, 20. poglavlje, prvi stih. A posle toga sinovi Moavovi i sinovi Amonovi i s njima koji žive među sinovima Amonovim dođuše da vojuju na Josafata. Auch noch den Vers 2. I dođuše te javiše Josafat govorići, ide na te veliko mnoštvo ispreko mora, iz Sirije. I evo ih u Asason Tamaru, a to je En Gad. Josafat bekommt schlechte Nachrichten. Josafat dobija loše vesti. Da ist nicht nur ein Feind unterwegs. Nije jedan neprijatelj na putu. Es sind 3 Feinde. 3 neprijatelje su na putu. 3 feindliche Heere, die sich verbündet haben. 3 neprijateljske vojske koje su stvorile alijansu, koje su se objedinile. Die Moabiter, die sind vom Nordosten. Moavci, oni su sa severoistoka. Die Ammoniter sind vom Osten über dem Toten Meer drüben. Amonci su preko puta mrtvog mora, sa druge strane. Und die Meoniter, die sind vom Süden, vom Südland. I Meoniti su sa južne strane. Und sie haben sich verbündet und ziehen nun gegen Jerusalem. I oni su se objedinili i kreću ka Jerusalimu. Und es ist ein Blitzkrieg, denn erst als es schon relativ knapp an Jerusalem dran sind, bekommt Josaphat diese Nachricht. I to je, kao što se kaže, blitzkrieg, znači brzi rat, već kada su na putu, on dobije tu vest. Denn dieser Ort, von dem hier in Vers 2 die Rede ist, das ist ein kleiner Ort westlich des Toten Meeres, also schon relativ knapp an Jerusalem dran.
jer ovo mesto koje se spominje, to je sa zapadne strane Mrtvog mora i to je već na putu ka Jerusalimu, blizu Jerusalimu. Und Josaphat, I Josaphat, wie wir später auch sehen werden, wirklich ein gläubiger König. Josaphat, kao što ćemo i kasnije da vidimo, je jedan verni kralj. Er fürchtet sich. On se boji. Ja, dürfen gläubige Menschen Angst haben? Da li verni ljudi smeju da imaju strah? Das ist die falsche Frage. Pogrešno pitanje. Die Frage ist nicht, ob sie Angst haben dürfen, sondern wie sie mit ihrer Angst umgehen. Nije pitanje da li trebaju da se boje, da imaju strah, već kako da se ophode sa tim strahom. In Vers 3 heißt es, dass er sich gefürchtet hat, aber dass er sein Angesicht darauf gerichtet hat, den Herrn zu suchen. U trećem stihu se kaže da se uplaši, ali da obrati lice svoje, da traži Gospoda. Den Herrn zu suchen. Er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. On je okrenuo lice svoje, da traži Gospoda. Das heißt, es gibt ein Problem, aber dann kommt die Fokussierung auf etwas ganz Bestimmtes. Dakle, ima postoji problem, ali se fokusira na nešto jako konkretno. Und das ist für unser Leben auch eine entscheidende Frage. Worauf richten wir unser Angesicht? I to je pitanje i za naš život. Čemu okrećemo lice svoje? Worauf fokussieren wir uns? Na što se fokusiramo? Hier stehen zwei Kameras. Ovde recimo stoje dve kamere. Da gibt's in der Regel dann Objektive drinnen, wo man einen Zoom hat und wo man etwas näher heranziehen kann. Tu postoje objektivi gde postoji zoom i nešto možete da privučete kao da je bliže. Und je näher man es ranzieht, desto größer sieht man es. Što je uvećano, što se približuje, to se vidi uvećano. Und desto weniger sieht man von dem, was rundherum ist. A manje se vidi od onoga što je u okruženju. Wenn es hier heißt, Josaphat richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, dann stelle ich mir das genau so vor. Er hat den Fokus ganz auf Gott eingestellt und das ist dann für ihn sehr groß geworden. Kao je ovde kod Josaphata, gde se obrati lice svoje ka Gospodu. U fokusu je bio Gospod i to je bilo njegov pogled, uvećeni pogled ka Gospodu. Auch in Vers 4 heißt es noch zweimal, sie kamen zusammen, den Herrn zu suchen. Sie kamen aus allen Städten Judas, den Herrn zu suchen. I u četvrtom stihu se kaže da su tražili sinovi Judine, da su tražili Gospoda i svih gradova Judinih dolazahu da traže Gospoda. Also Josaphat, er bringt das dann auch unter das Volk, indem er das Volk ruft, nach Juda zu kommen. On to proširuje tu vest u narodu tako što se kaže dođite u Judu, dođite. Und dann kommen sie dort nicht irgendwo zusammen, sondern an einem ganz bestimmten Platz. I oni se ne okupljaju bilo gde u Judi, nego na tačno određeno mesto. Es ist nicht der Marktplatz. To nije pijaca. Es ist nicht der Fußballplatz. Nije fudbalsko igralište. Es ist nicht der Bahnhof. Nije železnička stanica. Sondern sie kommen zusammen beim Tempel. Već se skupili kod hrama. Und dort übernimmt Josaphat geistliche Verantwortung. I tamo Josaphat preuzima duhovno vojstvo, duhovno odgovornost, duhovnu odgovornost. Er spricht nun ein ganz besonderes Gebet. On kaže jednu posebnu molitvu. Er sagt also nicht den Priestern oder dem Hohenpriester, das ist jetzt euer Job, ihr werdet dafür bezahlt, Zehnten wird gegeben dafür. On ne pristupa i ne kaže nekom svešteniku ili prvosvešteniku, vi primate desetak, dakle od sada vi preuzimate, vi ste za ovo zaduženi. Sondern er selbst als König übernimmt diese Verantwortung und er spricht ein ganz besonderes Gebet. Već on kao kraj preuzima tu odgovornost i kaže ovu izvanrednu molitvu. Darf ich dich bitten, Vers 6 bis 12 zu lesen. Čitamo od 6. do 12. stiha.
I reče Gospode Bože, Otaca naših, nijesi li ti Bog na nebu i vladaš svim carstvima narodnim? Nije li u tvojoj ruci moć i sila da ti niko ne može odoleti? Nisi li ti, Bože naš, odagno stanovnike ove zemlje ispred naroda svojega Izraelja i dao je navijek potomstvu Avrama, prijatelja svojega? Te se naseliše u njoj i sazidaše ti u njoj svetinju za ime tvoje govoreći, kad nas zadesi kakvo zlo, mač osvetni ili pomor ili grad, staćemo pred ovim domom i pred tobom, jer je ime tvoje u ovom domu i vapit ćemo k tebi u nevolji svojoj, usliši i izbavi. A sad, evo, sinovi Amonovi i Moavovi i oni iz gore Sira, kroz koje nisi dao sinovima Izraeljevima proći kad iđehu iz zemlje Misijske, nego ih obilaziše i ne istrebiše. I evo, oni nam vraćaju, došavši da nas istreraju iz nasljedstva Tvojega koje si nam predao. Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nama nema snage da se opreme tome mnoštvu velikom koji ide na nas, niti mi znamo šta bismo činili, nego su oči naše uprte u te. Josafat beginnt nicht bei sich. Josafat ne počinje kod sebe. Nicht beim Volk. Ne kod naroda. Nicht bei den Problemen. Ne kod problema. Sondern Josafat spricht zuerst über Gott, über das, wer er ist. Već Josafat govori o Bogu, onome što je on. Noch ganz unabhängig von der Gefahr, in der sie gerade drinnen sind. Ne spominjući uopšte opasnosti u kojoj se oni trenutno nalaze. Du bist ein Gott im Himmel. Ti si Gospode, ti si Bog nebeski. Du bist Herrscher über alle Königreiche der Heiden. Ti vladaš na svim carstvima. In deiner Hand ist Kraft. U tvojoj ruci je sila. Und Macht. I moć. Niemand kann dir widerstehen. Niko ti ne može odoleti. Also Josafat beginnt bei Gott. Josafat počinje. Das ist sein Ausgangspunkt. To je njegova tačka početka, polaska. Und dann knüpft an ein Ereignis, das vor einigen Jahrhunderten stattgefunden hat, genau an diesem Platz. I onda se povezuje sa događajem koji je bio nekoliko stotina ranije, baš na tom mestu. Als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Kada je Solomon posvetio hram. Da hat ein Gebet gesprochen. Tada je govorio molitvu. Und hat gesagt, wenn das und das und das und das passiert, dann werden wir hier zusammenkommen und zu dir beten. Kada se to, ovo, ono i to desi, tada ćemo doći na ovo mesto i molit ćemo se k tebi. Und dann, Gott, mögest du doch hören und uns erhören und helfen. I tada, Bože, čuj nas i pomozi nam. Und dann schildert Josafat kurz diese Situation mit den drei Feinden. I onda Josafat ovde tek onda govori o situaciji i sa tri neprijatelja. Und kommt dann im Vers 12 zu der Aufforderung an Gott. I u 12. stihu dolazi do traženja, ištenja u Boga. Willst du sie nicht richten? Zar ti nećeš da im sudiš? In uns ist keine Kraft. U nama nema sile. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Mi ne znamo šta činiti, šta da činimo. Unsere Augen sehen nach dir. Naše oči se sežu ka tebi. Gläubige Menschen sind nicht besonders starke oder mutige Menschen. Verni ljudi nisu to ljudi koji su izuzetno snažni ili hrabri. Aber gläubige Menschen wissen um einen starken und mächtigen Gott. Ali verni ljudi poznaju jakog, snažnog Boga. Es gibt sicher niemanden in diesem Saal, der nicht in seinem Leben schon große Ängste erlebt hat. Verovatno u ovoj sali ne postoji nikoga koji u svom životu nije imao velike strahove. Und vielleicht steckst du jetzt auch gerade mittendrin in einer Situation, die dich sehr fordert.
I možda se upravo nalaziš u jednoj situaciji koja iziskuje mnogo od tebe. Diese Liste, die ich am Anfang vorgelesen habe, die ist ja nur ganz kurz, da könnte man noch stundenlang weitermachen, Ursachen, weshalb Menschen Angst haben. Ova lista koju je čito sigurno možda se i te kako produži zbog čega sve ljudi mogu da imaju strah. Als gläubige Menschen dürfen wir aber immer wieder eben unser Angesicht darauf richten, den Herrn zu suchen. Ali kao vernici uvek možemo da okrenemo naše lice ka Gospodu i tražiti ga. Und je mehr wir ihn heranzoomen, so wie im Objektiv, i kao kad bismo objektivom što više zoomiramo na njega, desto deutlicher wird uns, wie groß und wie stark und wie mächtig er ist. Spoznajemo koliko je velik, koliko je snažan, koliko je moćan. Und desto nebensächlicher wird all das, was rundherum ist. I postaje beznačajno sve što je u okruženju, što je oko nas. Das Gebet ist zu Ende. Molitva se završava. Und ich stelle mir vor, dass Josaphat es aus dem tiefsten seines Herzens gesprochen hat. I ja to doživljavam da je Josafa to govorio iz dubini svoga srca. Und ich stelle mir vor, dass mucksmäuschen still alles war und keiner gesprochen hat. I zamišljam da je oko njega bilo tiho, potpuna tišina. Da waren Männer da und Frauen. Bio je muk, tu su bile i žene i muškarci. Alte und junge. Mladi, stari. Und jetzt greift Gott ein. I sada Gospod deluje. In Vers 14 lesen wir, dass der Geist des Herrn mitten in der Gemeinde auf Jahaziel kam. U 14. stihu čitamo tada siđe Duh Gospodnji usred zbora na Jazila, sina Zarina. Und der spricht dann zur Versammlung. I on govori. Die Herausforderung ist nur, dass wir vorher nichts von diesem Jahaziel lesen. I on govori skupo, a činjenica da o ovom Jazila ništa ne čitamo. Und auch danach lesen wir nichts davon, dass er irgendwann einmal als Prophet aufgestanden wäre. Niti kasnije čitamo o tome da je on podignut kao prorok. Also es kann gut sein, dass das Volk hier und der König in einer ganz besonderen Situation sind. Dakle, može biti da su ovde narod da je bio u jednom posebnom posebnoj situaciji. Weil sie nicht wissen, was sie davon halten sollen, was dieser junge Mann nun sagt. Nisu mogli zaključiti šta nam kaže ovaj mladi čovjek. Ob er jung war, steht nicht hier, das ne piše da li je bio mlad. Für mich gedichtet. Aber jetzt in Vers 15. Ali u 15. stihu čitamo. Sagt nun der Jahaziel, merket auf ganz Jude. Ovde Jahaziel kaže u 15. stihu i reče, slušajte svi sinovi Judini, Jerusalimljani, i ti, care Josafate, ovako vam govori, ovako vam veli Gospod. Ne bojte se i ne plašite se toga mnoštva velikoga, jer nije vaš rat, nego Boži. 16, 17. Sutra izićete na njih, oni će poći uz brdo Ziz i naći ćete ih nakraj potoka prema pustinji Jeruilu. Ne treba vi da se bijete u ovom boju. Postavite se, stojte, pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod. Judo i Jerusalime, ne boj se i ne plaši se. Sutra izići pred njih i Gospod će biti s vama. So spricht der Herr, ihr sollt euch nicht fürchten. Tako govori Gospod, ne bojte se. Ihr müsst mal probieren, zu jemandem, der eine große Furcht hat, einfach hinzugehen und zu sagen, du brauchst dich nicht zu fürchten. Lako je otići kod nekoga, zamislite, odete kod nekoga koji se izuzetno boji, ima veliki strah i kažete, ti ne treba da se bojiš. Wird das gut ankommen? Da li će to da se dobro shvati? Wohl kaum. Das wird eher so interpretiert werden, der nimmt meine Ängste nicht ernst.
Преќе се схвати, интерпретира, он моје страхове не узима за озбилно. In der Bibel steht sehr oft, fürchte dich nicht. U Bibliji veoma često stoji, ne boj se. Und das erste Mal, wo uns Furcht überhaupt begegnet in der Bibel, ist im dritten Kapitel im ersten Mosebuch. I prvi put gde se susrećemo sa strahom u Svetom pismu, to je treće poglavlje prve knjige Mojsijeve. Nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, nakon što su Adam i Eva jeli sa ploda, plod sa drveta, verstecken sie sich. Oni se kriju. Ein klares Zeichen dafür, dass sie Angst hatten. Znak da su se oni tada bojali. Das Misstrauen Gott gegenüber hat zur Furcht geführt, zur Angst geführt. Nepoverenje prema Bogu u tom trenutku dovelo je do straha u njima. Und das ist ein Prinzip, das sich immer wieder wiederholt. I to je princip koji se uvek iznova ponavlja. Misstrauen führt zu Furcht. Nepoverenje dovodi do straha. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass ein Mensch, der Angst hat, dass der nicht einer ist, der Gott vertraut. Das sage ich damit nicht. Ne kažem da neko ko se boji, čovjek koji se boji, da on nema poverenje u Boga. Aber ein grundlegendes Prinzip sollten wir schon festhalten. Ali jedan princip ipak treba da razumemo. Weniger Vertrauen, mehr Angst. Manje poverenje, više straha. Mehr Vertrauen, weniger Angst. Više poverenje, manje straha. So ein grundlegendes Prinzip. Jedan osnovni princip. Aber nochmals, ich sage nicht, dass wenn jemand Angst hat, dass er deswegen ein ungläubiger Mensch ist. Ali, opet da kažem, ne tvrdim, ne kažem to da neko ko se boji da je nevernik. Wenn jetzt in der Bibel sehr oft drinnen steht, du sollst keine Angst haben, iako u Svetom pismu veoma često stoji ne treba da se bojiš, dann ist es zum einen interessant, an wen das immer gerichtet ist. Uvek je interesantno kome je to upućeno. Und auch, dass Gott sehr oft auch eine Begründung mitgibt, warum wir keine Angst zu haben brauchen. I zašto Gospod uvek daje obrazloženje zašto ne treba da se bojimo. Ich bin also der Frage nachgegangen, wie oft im Alten Neuen Testament steht dieser Satz, fürchtet euch nicht oder fürchtet dich nicht. Ja sam tražio koliko puta u Svetom pismu stoji ne bojte se i nemoj ti da se bojiš. Insgesamt, sagen Bibelleser, steht in der Bibel 365 Mal, du sollst keine Angst haben, so ungefähr. Otprilike neki koji proučavaju kažu 365 puta stoji ti ne treba da se bojiš, ne treba da imaš strah. Und sie geben dann gleich eine Begründung dazu für jeden Tag eine Zusage. I neki to tvrde, kažu za svaki dan po jedan put. Ich weiß nicht, ob es 365 sind. Ja ne znam zaista da li to 365. Aber wirklich sehr oft. Ali veoma često. In der Bibel 43 Mal, aber genau diese Wendung fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. U Svetom pismu je on našao 43 puta baš ovakve izreke. Und wenn ich ne bojte se ili ne boj se. Und wenn ich euch jetzt einige Namen vorlese, i kada bih vam sada pročitao nekoliko imena, dann sollte uns dabei bewusst sein, das waren nicht die furchtsamsten Menschen. Treba da nam bude jasno, to nisu bili oni koji su se, ljudi koji su se zaista jako bojali. Das sind sehr prominente Namen dabei. Tu su znamenita imena. Die wir auch als unsere Glaubensväter bezeichnen würden. Koje opisujemo kao naši očevi vere. Abraham. Avram. Hagar. Agar. Isak. Isak. Jakob. Jakob. Mose. Mojsije. Josua. Isus Navin. Ja. Gideon. Gedeon. Elia. Ilija. Sehr oft zum Volk. Veoma se često kaže narodu. Josef. Josif. Nämlich der Josef im Neuen Testament. Ja, also Josef, der Vater von Jesus. Josef iz Novog Testamenta. Ja. Zacharias. Zacharia. Petrus. Petar. Jairus. Jair. Einige Male zu den Jüngern. Nekoliko puta kaže Isus učenicima. Paulus. Pavle. Und Johannes in der Offenbarung. I
Jovan Krstitelj u a ne a Jovan apostol u Otkrivenju. Genau. Und zu all denen hat Gott gesagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. I svima njima kaže Bog, ne boj se, nemoj da imaš strah. Und er gibt sehr oft, nicht jedes Mal, eine Begründung dazu, warum sie keine Angst zu haben brauchen. I veoma često kaže i razlog zbog čega ne treba da se boje. Und eine Begründung, die heraussticht für mich, ist, jedan razlog koji meni ovako bode oči, denn ich bin mit dir. Jer ja sam sa tobom. Das ist die Begründung Gottes. Du brauchst keine Angst zu haben, weil ich bin mit dir. Ne treba da imaš strah, jer ja sam sa tobom, kaže Gospod. Ich finde das so einfach, aber auch so genial. Za mene je to tako jednostavno, a tako genijalno. Gott sagt nicht, du brauchst keine Angst zu haben, weil das ist eh nicht so gefährlich. Bog ne kaže, ti ne treba da se bojiš, jer to u stvari nije baš nešto opasno. Er sagt auch nicht, du brauchst keine Angst zu haben, es ist gut, wenn du ein bisschen jetzt gefordert wirst und da konfrontiert wirst, also sei nicht so ängstlich. Ne treba da se bojiš, jer u stvari tebe trebaju izazovi, ti treba da se pokažeš u toj situaciji. Nein, da, da si bojažljiv. Nein, er sagt, hab keine Angst, weil ich bin mit dir. Ali ne, on kaže, ne boj se, jer sam ja sa tobom. Wenn du dir nichts von dieser Predigt merkst, dann hoffentlich diesen einen Satz für ein, zwei, drei Wochen. Ako ti ništa ne ostane od ove propovedi, bar ovo jedna rečenica, bar dve, tri sedmice. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ne boj se, jer sam ja sa tobom. Und hier haben wir es auch in dieser Geschichte. I ovde to imamo. Vers 15 in der Mitte, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen. 15. stih, negde u sredinu, ne bojte se i ne plašite se. Und am Ende von Vers 17, der Herr ist mit euch. I kraj 17. stiha, i Gospod će biti s vama. Die große Frage ist, wie würde Josaphat darauf reagieren und das Volk? Pitanje je, kako će Josaphat i narod na to da reaguju? Wir kennen diese Geschichte, also es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber Josaphat hat ja verschiedenste Möglichkeiten gehabt, darauf zu reagieren. Mi poznajemo ovaj izveštaj, ali Josaphat je u tom trenutku imao različite načine da reaguje. Es ist nicht das erste Mal, dass ein falscher Prophet aufgestanden ist. Nije po prvi put da se podigao lažni prorok. Der vielleicht auch selber irregeleitet ist. Koji je takođe i on vođen na pogrešnu stazu. In Vers 18 lesen wir, dass Josaphat sich gebeugt hat und auch ganz Juda sich gebeugt hat und vor Gott niedergefallen ist. U 18. stihu čitamo, tada se Josaphat savi licem k zemlji i svi judejci i Jerusalimljani padošu pred Gospodom Bogom i pokloniše se Gospodu. Wir lesen hier aber nichts davon, dass jetzt irgendwelche Reiter gekommen wären, die die Nachricht gebracht hätten, die Feinde sind abgezogen. Ali mi ovde ne nalazimo nikakvo izveštaj da su došli neki jahači i rekli, neprijatelji su se udaljili, vratili su se. Das heißt, die Gefahr ist noch immer da. To znači opasnost, realna opasnost je još uvek tu. Und trotzdem beugen sie sich vor Gott und beten ihn an. A ipak oni se padoše pred Gospodom i molješe ga. Im Bewusstsein, wie groß ist, wie groß Gott ist. Oni su poklonili pred Gospodom znajući koliko je on velik. Und auch indem sie diese Zusicherung des Propheten ernst genommen haben, dass Gott mit ihnen ist. I dobili su osiguranje ovog proroka da je Gospod sa njima. Sie haben ihr Angesicht darauf gerichtet, den Herrn zu suchen. Oni su usmerili svoje poglede ka Gospodu, da traže Gospoda. Und es ist ihnen bewusst geworden, Gott ist mit ihnen. I njima je postali su svesni, Bog je sa njima. Ich habe jahrzehntelang in meinem
Gebet immer wieder wiederholt und Gott gebeten, mich zu begleiten. Uvijek sam iznova se molio Gospodu i molio ga da me da me prati. Das mache ich nun schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr. To zadnjih 10 godina više ne činim. Mein Gebet hat sich verändert. Moje se molitva se promenila. Ich bitte nicht mehr Gott mit mir zu sein, više se ne molim da je Gospod sa mnom, sondern ich bitte Gott, dass er mir die Augen öffnet, dass mir bewusst ist, dass er eh immer mit mir ist. Već se molim da mi otvori oči da postanem svestan da je on uvek sa mnom. Ich habe das Problem, nämlich, dass ich mir nicht bewusst bin, wie groß Gott ist und dass er ganz in meiner Nähe ist und dass ich dann oft gottlos lebe. Moj problem je taj što ne shvatam da je Gospod veliki i da je Gospod uvek sa mnom i da svoj život živim, jel mi ga on daje? Gott ist immer mit uns, ob wir auf guten Wegen sind oder auf Abwegen. Gospod je uvek sa nama, bilo da smo na dobrim putevima ili da idemo ka lošim, znači strminom. Der lässt sich doch nicht davon abhalten, seine Geschöpfe zu begleiten, die er so sehr liebt, nur weil wir mal nicht so gut funktionieren und nicht brav sind. On neće da se okrene od svojih stvorenja samo zato što ne funkcionišemo tako dobro i zato što nismo tako dobri u tom trenutku. Im Vers 20, u 20. stihu, bitte schön. A ujutru, ustavši rano, iziđeš u pustinju Tekujsku. A kad izlažahu, stade Josafat i reče, čujte me, judeci Jerusalimljani, verujte Gospodu Bogu svojemu i bit ćete jaki, verujte prorocima njegovim i bit ćete srećni. Ein sehr bekannter vers. Jako poznati stih. Josafat tritt hin und er spricht nun zu denen, die dem Feind entgegen sind. Josafat kreće sa narodom i onda im govori onima koji idu na susret neprijatelju. Und normalerweise würde ein Kriegsherr sagen, seid mutig. I obično bi vojskovođa rekao, budete hrabri. Seid stark. Budete jaki. Und ihr werdet und wir werden jetzt bis zum letzten Blutstropfen für unser Vaterland kämpfen. I borit ćemo se za zadnje kapi krvi za našu otadžbinu. Denkt daran, wie eure Väter und Vorväter dieses Land aufgebaut haben. Mislite na to kako su vaši očevi i očevi vaših očeva izgradili ovu zemlju. Und wir werden uns nicht unter Knechten lassen und nicht kleinkriegen lassen. I mi nećemo da nas pokore i da postanemo nikakvi mali. So würden Feldherren normalerweise sprechen. Tako bi otprilike govorili vojskovođe. Und würden versuchen, ihren Leuten, ihren Männern Mut zu machen, die in den Krieg ziehen. I pokušali bi da ohrabre svoje ljude koji sa njim idu u boj. Nicht so Josafat. Koji kreću u rat, ali ne Josafat. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Verujte Gospodu Bogu svojemu. Ich weiß nicht, wie das in eurer Sprache ist, aber bei uns ist eben Glaube im Allgemeinen kein gutes Wort. Es ist besser, hier Vertrauen einzusetzen. Glaube ist viel zu oberflächlich. Aber in eurer Sprache mag das anders sein. Ja? Es ist dasselbe Wort. Okay. Ja. Verujte je ponekad može da ispadne veoma površinska, površna reč. Možda bi ovde moglo i da stoji was war das andere? Glauben und Vertrauen. Vertrauen. Imajte poverenja. Und ich verstehe das als eine Aufforderung zu vertrauen. I ja ovo razumem kao jedan poziv na poverenje. Und da sind wir wieder bei dem Prinzip, das ich vorher schon angesprochen habe. I sad smo došli do principa, welches Wort? Vor? Ich bin bei dem Prinzip, das ich vorher schon angesprochen habe. Forschung. Na, vorher. A vorher, ja. Rekao sam na principu da sam spomenuo ono ranije. Ja. Vertrauen größer, Angst kleiner. Poverenje veće, manji strah. Mhm. Glaubt an den Herrn, so wird es euch gelingen. Verujte Gospodu Bogu svojemu i uspećete. Und jetzt kommt dann ganz eigenartig, dass hier Sänger für den Herrn
zusammengerufen werden, die sollen Loblieder singen. I ovdje je čudno u toj situaciji da su dozvani pevači koji treba da idu napred i da slave Gospoda. Und die sollten vor den Kriegsleuten herziehen. I oni treba da idu ispred vojske. Versucht euch das mal vorzustellen. Zamislite kako to izgleda. Also Musiker vor den Soldaten, das kennt man ja mit den Marschtrommeln. Muzičari ispred vojnika, to je poznato sa bubnjevima. Und die Marschtrommeln haben dann eine Funktion, nämlich die Leute auf Gleichschritt zu bringen. I ti bubnjevi imaju zadatak da ljudi hodaju u određenom ritmu, marširaju. Und wenn dann die Soldaten marschieren, dann wird vielleicht die Angst ein bisschen kleiner, wenn man sich stärker fühlt. I kada marširaju vojnici, osjećaju se možda malo snažnima, jačima i to utoljuje strah. Aber hier ist nicht von Marschtrommeln die Rede. Ali ovde nije reč o bubnjevima, sondern von Sängern. Već o pevačima. Von Sängern, die dem Herrn Loblieder singen. Pevačima koji slave Gospoda. Bis jetzt haben wir noch nichts davon erfahren, dass irgendwelche Boten gekommen wären, um zu sagen, die Feinde sind abgezogen. Do sada još nisu nikakvi stigli ljudi koji obaveštavaju, neprijatelji su se povukli. Ganz im Gegenteil, man weiß, in all der Zeit, die vergangen ist, sind die Feinde schon ein bisschen näher gekommen. Baš nasuprot tome, za svo to vreme, neprijatelj je još bliže prišao. In Vers 22 heißt es, als sie anfingen mit Danken und Loben, wofür? Fragezeichen. Ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über diese Völker. I u 22. stihu stoji, a kad počeše pesmu i hvalu, brat pita zašto, znači kad počeše pesmu i hvalu, obrati Gospod zasedu na ove narode. Wofür haben sie gedankt? Zašto su zahvaljivali? Wie haben sie das gemacht mit dem Loben? Kako su to radili sa slavljenjem? Ich kann mir vorstellen, sie hatten noch keine Vorstellungen davon, wie Gott eingreifen würde. Mislim da još uvijek nisu imali uopšte ni predstavu o tome kako će Gospoda deluje. Aber sie vertrauten darauf, dass Gott mit ihnen ist. Ali su imali poverenje da je Gospod sa njima. Und deswegen hatten sie Zuversicht und Hoffnung. I zato su imali poverenje i nadu. Und das ist für mich ganz eine besondere Geschichte. I za mene je to jedna posebna priča. Die Situation hat sich noch nicht verändert. Situacija se još uvek nije promenila. Und die Gefühle waren vielleicht noch ängstlich. I možda su još i osjećanja bila bojažljiva. Die Unsicherheit, wie Gott eingreifen würde. Nesigurnost, kako će Gospod da deluje. Aber sie haben ihre Gefühle zur Seite geschoben. Ali su njihova osjećanja gurnuli po strani. Und sie haben nicht auf die Umstände geblickt. Nisu gledali na okolnosti. Sondern ihr Angesicht darauf gerichtet, den Herrn zu suchen. Već su svoje lice obratili ka Gospodu, tražili su Gospoda. Und weil sie vertraut haben, dass Gott mit ihnen ist, konnten sie zuversichtlich vorangehen. I zato što su imali poverenje da će Gospod biti sa njima, sa tim poverenjem su išli napred. Den Rest der Geschichte lesen wir nicht mehr. Nećemo da čitamo ostatak priče. Eine blutige Angelegenheit. Krvava situacija. Gott hat eingegriffen, ohne dass ein israelitischer Soldat eine Waffe erheben musste. Bog je delovao tako da ni jedan jevrejski vojnik nije morao ni da podigne jedno oružje. Die Situationen in deinem Leben, die sind sicher sehr unterschiedlich. Situacije u tvom životu sigurno su različite. Und manchmal gibt es solche Situationen, wo ihr wirklich große Angst habt. I u tim raznolikim situacijama postoje neke u kojima imate strah. Und ich hoffe, dass wenn ihr wieder mal in so einer Situation seid, i pretpostavljam kada ste opet u jednoj takvoj situaciji, dass ihr euch an Josaphat erinnert. Da se setite Josafata. Und dass ihr euch durch die Geschichte mit Josaphat daran erinnert, i da se kroz ovaj izveštaj o Josafatu setite na to,
dass Gott mit euch ist. Da je Gospod s vama. Egal, ob ihr das sehen könnt oder nicht. Da li vi to videli ili ne. Egal, ob ihr das fühlen könnt oder nicht. Da li vi to osjećali ili ne. Wir dürfen vertrauen, dass Gott mit uns ist. Možemo da imamo poverenje u to da je Gospod s nama. Und deswegen ruft er auch uns zu, fürchte dich nicht, hab keine Angst. I zato i nama javlja, dovikuje, ne boj se, nemaj straha. Ich darf euch bitten, aufzustehen und ich werde mit euch beten. Pozivam vas na molitvu, ustanimo. Allmächtiger Gott im Himmel, wir sind so begrenzt und so beschränkt in unserem Menschsein, auch in unserer Einschätzung, unsere eigene Situation betreffend und auch diese Weltgeschichte betreffend. Und auch wir haben so oft Angst. Und wir sind gefordert, in diesen Situationen uns wirklich darauf zu besinnen und wieder zurück zu besinnen, dass du ein starker und mächtiger Gott bist, dem wir vertrauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Gedanken fest in unserem Herzen eingräbst und dass du ihn fest verankerst. Und dass wir in vielen Situationen unseres Lebens genau darauf zurückgreifen können. Ich möchte dich bitten, dass wir das aber auch anderen Menschen weitergeben können. Und dass wir ihnen durch unser Leben, aber auch durch das, was wir ihnen erzählen, was wir mit dir schon erlebt haben, ihnen Mut machen. Wir leben in einer Zeit, wo auch in Europa die Angst wieder wesentlich größer geworden ist und wo wir manches von dem erleben, was auf dieser weiten Welt Alltag ist. Krieg und Terror und Verfolgung und Vertreibung und Not an allen Ecken und Enden. Und wir wollen dich bitten, dass wir uns besonders auch eben in dieser Zeit darauf besinnen können, dass du ein starker Gott bist, und wir danken dir dafür. Amen. Amen.